mündig dann. Chefkoch von Andy's Kitchen. Meine Kumpels haben mich schon mal gefragt, ey, Menü, du kochst echt oft und eigentlich ganz lecker. Und ich habe gemerkt, so in meinem Freundeskreis kochen die nicht so oft. Weil wenn ihre Eltern fragen, so, ja, Mama, wie geht das? Also bei mir war das so gewesen, ja, Mama, wie koche ich denn das und das? Ja, musst du so und so machen. Ich so, okay, alles klar, mache ich. Koche ich so? Sagt die so, ja, schmeckt scheiße, Menü. Ich so, okay, danke, Mama, danke für nichts. Also so habe ich mir die Initiative ergriffen und mir das Kochen selber beigebracht jetzt. Und das möchte ich gerne mit euch teilen. Also jetzt kochen wir Shaken Beef oder vietnamesische Bologlak. Luglak. Weil Luglak kommt eigentlich davon, dass man das in der Pfanne schön schwenkt und schüttelt. Also Lack, Luglak. Auf Vietnamesisch heißt schütteln. Weil wir Leute nicht mehr kochen, sondern auch vietnamesisch. Got you, fam. Also hierfür braucht ihr Fischsoße, Öl, Sesamöl, Essig, Sojasauce, Salz, Pfeffer, ein bisschen Zucker und optional Chili. Dazu dann noch 4 Knoblauchzehen, 2 Zwiebeln oder Schalotten, 3 Steaks, Salat, bisschen frische Kräuter und Tomaten dazu. Die genauen Angaben zu den Zutaten findet ihr in der Videobeschreibung. Alles klar, zuerst hacken wir mal den Knoblauch. So grob reicht das ungefähr schon. Das muss jetzt nicht unglaublich fein sein, weil das Problem ist halt beim Knoblauch, wenn ihr den zu fein habt, neigt er sehr stark dazu, dass er in der Pfanne verbrennt und dann wird euer ganzes Gericht bitter. Dann geht der Knoblauch schon mal in die Schale rein. So, dann noch zu den Zwiebeln. Hier reicht schon, dass ihr ein wenig Zwiebeln nehmt. Ich werde gleich die Zwiebeln auch noch nehmen, um die auch einzulegen. So ein kleines, schnelles Pickel. Aber falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich koche jetzt für 6 Personen. Deswegen nicht wundern, wenn es so viel ist. Ich esse das nicht alleine, auch wenn ich könnte. Aber das ist eine andere Baustelle. So, das geht auch schon mal rein. Und hier, bei der anderen Zwiebeln, das könnt ihr ruhig die größere nehmen. Schneidet ihr in einfache Scheiben für ein schnelles Pickel. Oh Gott, ich heule gleich wieder. Ich habe Pippi in die Augen. Es geht nur an euch raus, meine Freunde. Einmal den Essig. Das ist jetzt Essig. Das ist ja, wobei das ist Essig-Essenz jetzt. Ihr müsst hier aber aufpassen, Essig-Essenz ist super stark. Deswegen mischt ein bisschen Wasser dazu. Ungefähr 1:4, ne? Dann sollte das passen ungefähr. Einmal kurz aufteilen, dass sie sich ein bisschen lösen und diese Schärfe davon rausgeht. Und diese schnelle Pickel ist halt super gut für zwischendurch, für stärkere Gerichte wie das Rindfleisch jetzt. Um einfach mal diese Masse da rauszunehmen. Fange ich schon mal an, die Gewürze da rein zu tun. Einmal ein bisschen Sojasauce. Dann habe ich noch einen Schuss Öl. Dann noch ein bisschen Sesamöl. Und ganz wichtig hier bei der vietnamesischen Küche ist die Fischsoße. Da habe ich halt hier nochmal Salz, Zucker, Pfeffer. Und Chili ist ja die optional. Ich esse gerne scharf. Deswegen mache ich schon noch ein bisschen Chili rein. So, das habe ich jetzt einmal mit dem Knoblauch und der Zwiebel gemischt. Dass ich dann ungefähr so eine kleine Marinade habe. Muss ja durch und durch eine homogene Masse bilden und das Fleisch komplett coaten. Und bei dem Fleisch, es ist eigentlich am klügsten, wenn ihr das in Würfel schneidet, weil wenn ihr das zu dünn schneidet oder zu dünne Streifen schneidet, wird es einfach zu schnell trocken. Wichtig ist halt hierbei, dass ihr beim Braten das so hinbekommt, dass das Fleisch halt wirklich ungefähr medium rare ist. Und das Fettauge hier, ja, also wenn ihr Steak esst, ist hammer lecker. Aber jetzt so für das Shaken Beef eher weniger. Jetzt, wo ihr das ganze Fleisch dann in der Schale habt, einmal komplett durchmischen, damit das ziehen kann. Aber wenn ihr das mit den Händen macht, habt ihr den direkten Kontakt zum Fleisch und könnt es auch wirklich durchkneten, dass die Marinade einziehen kann. Also wenn ihr das Fleisch fertig durchgeknetet habt, könnt ihr das ungefähr eine halbe Stunde ziehen lassen, das reicht vollkommen. Seht ihr auch, warum das Shaken Beef heißt? Luglak. Weil das Beef in der Pfanne geshakt hat. Ich habe jetzt dafür mal meine Gasplatte benutzt, weil der ein bisschen schneller und mehr Hitze rausbekommt und die Hitze auch wirklich schon penetrant auch in die Pfanne reingeht. Und wartet das Fleisch auch nicht zu lange an, weil sonst wird das richtig trocken. Und wichtig ist hierbei, dass ihr noch ein bisschen Salz drauf macht, weil sonst dominiert das Dressing zu stark mit dem Fleisch und hat nicht mehr den Fleischgeschmack. Und ein bisschen Pfeffer. Und das war's auch schon. Dann kann das Beef auch schon drauf.
So, meine Habibo, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid satt geworden. Es hat euch geschmeckt dann im Nachhinein, wenn ihr es gekocht habt. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir ein Like da lassen und das Video auch gerne euren Freunden teilen, damit wir die Community erweitern können und jeder mal wieder mäßig zu Hause kochen kann. Danke fürs Einschalten. Em ơi, nếu mong không thành thì sao?